Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von... von Pokémon. Was ist hier denn? Hier ist nichts, okay. Doppelkampf! Zu Pokémon Hardgold. Wir haben im letzten Part Rocco besiegt und ich wollte jetzt eigentlich nur die Route nach Azuria City machen und dann von Mamoria City aus runter zu Alabastia, damit wir denn doch im Prinzip dingsen können. Flammenwurf. Auf Elektrik. Fliegen auf Dickri. Eigentlich ist Sissy gegen Dickri sehr schwach. Der macht Schaukler. Ladungsstoß trifft beide. Na schön, dann halt so. Ich glaube, ich werde jetzt von Schaufler getroffen. Ja. Könnte wehtun. Geht aber noch. Matschbombe. Vielleicht bringt das ja was. Genau, wir zünden ein Boden-Pokémon an. Hat aber ausgereicht. Cora und Pom. Cora Pom. Mhm. Tricky. Nein. Ich habe ein... Oh, jetzt hatte ich schon eh vergessen, da wir in Mamoria City waren. In den Pokémon-Markt zu gehen. Nicht, weil ich was brauche, sondern weil im letzten Part ja auch die Mutti angerufen hatte. Na. Ist egal. Okay, hier geht's nicht weiter und da ist auch nichts. Dim, 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 dim. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann kann ich ja auch nicht helfen. Ibitak. Okay, auf Level 38. Hm. Meint ihr, wir können das Federvieh anzünden? Ich meine, Federn können ziemlich gut verbrennen. Ja, funktioniert. Das funktioniert. Sissy erreicht Level 57. Lernt Sissy auch irgendwas? Eruption! Sissy kann aber nicht mehr. Wir gucken uns das erst an. 150. Je höher die KP des Anwenders sind, desto mehr Schaden wird eigentlich. Oh, das wird so geil. 80. Ja, dann würde ich mal sagen, das kommt weg. Weil Genauigkeit 100 und dann noch so eine harte Attacke, das kann sehr gut werden. Radikal. Puh. Weiterkämpfen. Wir gucken uns jetzt Eruption an. Die Ratte muss jetzt dafür leider hergeben. Leider dafür büßen. Es tut mir auch leid. Okay, es sah schon imposant aus, muss ich gestehen. Es sah schon ein wenig imposant aus. Ach, Mutti, was willst du? Ich kann jetzt nicht mit Pokémon kommen. Ich bin schnell wie der Wind. Das himmlische Kind. Nicht? Kein himmlisches Kind? Du hast eine fette Ratte bei dir.
Naja, die Feuerattacken hat Sissy leider nicht so viele, was schade ist. Aber kriegen wir hin. Sissy erhält 1040. Arbok. Kannst gleich weiterbleiben. Obwohl da ja Psychokinese am besten wäre gegen Arbok. Ich finde es einfach schön, dass Arbok einfach rückwärts gelesen Kobra heißt. Was es ja denn schließlich am Ende ja auch ist, eine Kobra. Bei manchen waren sie schon, finde ich, sehr einfallsreich bei manchen Pokémon. Bei anderen Pokémon denke ich mir so, ja, da ist ihnen wahrscheinlich so die Kreativität abhanden gekommen oder sie hatten Langeweile. Weil sowas wie hier, wie heißt das, Duratux oder so, dieses Mülleimer-Pokémon, diese Mülltüten-Pokémon. Naja, das sei mal so dahingestellt. Ne? Das ist so... Ist klar, dass es natürlich Gift ist, ne? Weil es wahrscheinlich Biomüll und so, aber... Naja. Ich will ja nichts sagen. Also richtig krass ist das Ganze nicht. Gleich in ein Pokémon kommt man. Oh, ein Habitat auf Level 8. Oh, wie süß. Für dich verschwende ich keine Attacke. Ist mir egal, welche. Für dich verschwende ich keine Attacke. Wärst du so Level 50 oder so, könnten wir nochmal drüber reden. Aber so nicht, mein Freund. So nicht. Wo geht's hier lang? Kein Pokémon-Ball, okay. Großwurzel. Was macht denn die Großwurzel? Verstärkt wahrscheinlich Pflanzenattacken. Muskelband, Nugget. Nee, verstärkt KP-stehlende Attacken, okay. Habe ich aber nicht. Habe ich ja gar nicht mehr. Ah, das wird das immer so schön wie vorher auch. Ich weiß, du bist ein Feuerspucker und ich hätte Ariel nach vorne nehmen sollen. Dann versuch's mal mit Zertrümmerer. Feuerschlag auf ein Feuer-Pokémon? Gute Idee. Wir machen das jetzt so abwechselnd, Zerschneider und Stärke. Und dann holen wir gleich Ariel raus. Magma. Kammerhupt. Pokémon-Wechsel auf Ariel. Kammerhupt ist, glaube ich, sogar Feuerboden. Das wäre sogar eine Vierfachschwäche. Oder? Das Kamel, ey. Die Idee dahinter ist nicht schlecht. Hinter Kamerup. Und dass halt seine zwei Höcker Vulkane sind. Gut, ich bin aber auch ehrlich, ich könnte mir zum Beispiel keine Pokémon ausdenken. Ich wäre da zu kreativlos. Los, Terror! Mach's fertig. Ich will eigentlich noch bis zum Eingang vom Mondberg, bevor ich kurz zurückfliege, um mich zu heilen und dann in den Mondberg erst rein. Die Sonne scheint, aber in meinem Herzen herrscht Regenwetter. Oh, sie sind doch mal so poetisch manchmal. Komm, du siehst doch schon so danach aus, dass da Ariel nach vorne kommen muss. Wenn mein Rucksack in meinen Schultern schneidet, ist es Zeit für eine Pause und ein Pokémon-Kampf.
Ein Georock. Level 39, oh mein Gott. Du hast ja gar keine Chance. Wir sind ja dann auch schneller. Upala. Nee, nee, bleib drinnen. Egal, was kommt, kannst du drin bleiben. Na, jetzt geht's doch schon mal ein bisschen weiter hier. Pizzeros wurde besiegt. Pipi. Kannst gleich drin bleiben, ist egal. Pipi ist normal in dieser Edition. Aber Pipi ist voll niedlich. Ich wollte früher auch mal ein Pipi haben. Habe ich nie gefangen. Aber Pipi war auch so eins der Pokémon, die, glaube ich, so richtig gut eigentlich Erfahrungspunkte geben. Puh, Maika gewinnt 1440. Du siehst so nach einem Kampftrainer aus. Also so nach dem Karate-Typen. Nicht so schnell, erst muss ich dich noch durch die Gegend wirbeln. Also hast du Mascholo? Quappo, okay. Knapp daneben. Sind beide blau. Wir sind schneller, wir sind 10 Level drüber und Quappo ist Wasserkampf. Eventuell. Maybe. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh yeah. Schwarzgurt Markus. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ja, eindeutig. Noch ein Schwarzgurt? Nächste Schnellfrüchtchen. Hier spielt die Musik. Warum seid ihr so gemein zu mir? Ist ja nicht so, dass ich irgendwas euch getan hätte. Außerdem, wie alt bin ich? 12? Sehr ziemlich gemein zu einem 12-Jährigen. Das ist schon krass. Aber dafür plätte ich euch jetzt. Also, seid ihr selber schuld. Ja, gemein zu mir, es wird halt geplättet. Ich habe für jedes deiner Pokémon die passende Antwort, mein Freund. Ich habe keine Angst. Ich bin mit mir im Reinen. Das ist sehr effektiv. Geil. Machoke. Ja komm, dann lass mal Batman rausholen, weil Batman braucht auch mal ein paar Erfahrungspunkte. Ich habe das Gefühl, Batman und Dani, die kommen voll nicht zum Zug einfach. Egal was er macht, er kriegt mich nicht. Batman setzt Fliegen ein. Oh yeah. Volltreffer. 1300. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich weiß, ich bin besser als ich aussehe, ne? Krass. Ein Feuerschlucker und dann noch Dings. Sieht ganz nach einem Job für Ariel aus. Ah, gut, da ist ein Pokémon-Center. Dann spare ich mir das ja. Kommt alle her, das müsst ihr sehen. Muss ich? Will ich? Soll ich? Hast du Bock dazu? Smogon. Ach, das ist nicht dein Ernst. Ich dachte, du hast ein Feuer-Pokémon, Alter. Denn dann wird es halt weggesurft. Ja, sogar ein Volltreffer.
Ariel, 1500. Nee, ich glaube, das ist auch noch ein... Das ist diesmal ein Feuer-Pokémon, glaube ich. Ach, die Schnecke ist das? Okay. Die Feuerschnecke. Ich würde Schnecki nennen. Cargo, ja, stimmt. Mag Cargo. Eine Mischung aus Cargo und Magma. Ariel erreicht Level 59. Autsch, ist das heiß. Oh ja. Yeah. Sieht man da seinen Schlüpper? Peace, man! Was denn? In den Bergen sagen wir immer Peace. Man trifft sich, wenn man sich mit Wanderer trifft. Okay. Ich dachte, die sagen immer so, grüß Gott. Magneto. Wow. Falsches Pokémon. Eindeutig falsches Pokémon. Sie kommen nochmal drauf. Nein, ich kreide Schrei. Was mache ich denn? Flambo. Verbrenne. Magneton wurde besiegt. Ariel kriegt 700 Jahre. Sorry. Stalos. Kannst gleich drinbleiben. Komm, für Stalos gibt es nun mal eine Eruption hier. Fridjof. Eruption! Go! Weil Stalos hatte, glaube ich, auch unter anderem, er konnte auch noch echt hohe Verteidigung haben. Aber wir sind 13 Level drüber. Oha. Ich hab verloren. Macht nichts. Ja. Mutti, nerv nicht. Schutz wirkt nicht mehr. Ist nicht schlimm. Oho, als ich vor vielen Jahren einmal diesen Berg erklommen habe, gab es dieses Gebäude hier noch nicht. Tja, alles auf der Welt wird von Tag zu Tag bequemer gemacht. Ich find's voll geil. Bei so vielen Trainern, wie sie sich hier auf dem Berg herumtreiben, kann man nie wissen, mit was man für Pokémon zu tun hat. In so einem Fall sollte man immer fein säuberlich heilen und nicht vergessen abzuspeichern. Ja, mach sie wieder fit, bitte. Danke, bitte. Komm bald wieder. Mach ich. Bestimmt, glaube ich. Schulz ist immer nach vorne. Krass, Alter. So, dann würde ich mal sagen, Beutel. Was ist denn jetzt mein Dings? Verschutz hier. Einmal einspielen, bitte. Wir haben noch was vor. Der Mondberg. Hey, wenn das mal nicht Maika ist, dann bist du also auch hier in Kanto. Unter den Trainern gibt es hier auch ein paar richtig harte Brocken. Jemand, der seinen Pokémon trainieren will, ist hier also an der richtigen Adresse. Maika, du bist sehr stark. Dass du sehr stark bist, weiß ich schon genug. Und trotzdem lasse ich dich nicht ohne einen Kampf gehen. Wegen niemand. Er hat volle 6 Pokémon. Und leadet mit einem Schniebel. Nibel ist undicht Eis. So, ich bin 11 Level drüber. Ja, das war sehr effektiv. Dankeschön für den Kampf. Kann ich jetzt gehen? Ich meine, komm, sind wir mal ehrlich. Wir beide, du und ich. Du hast gar keine Chance. Impergator. Der holt jetzt schon sein stärkstes Pokémon raus. Weil er nicht weiß, was er machen soll. Weil der Starter ist halt bei den Rivalen immer am stärksten. Ich bin 10 Level drüber. Könnte ein Two-Hit werden.
Nee, ist ein One-Hit. Was hast du noch? Simsala. Batman. Weil ich eine Unlichtattacke mit Batman habe. Ich muss aber aufpassen, weil Simsala könnte Batman rausholen. Die sind schneller. Vielleicht reicht es. Es ist sogar ein Volltreffer. Oh Gott sei Dank. Auch wenn es sehr effektiv ist. Es hätte sein können, dass es nicht ausreicht. Magneto und Pokémon wechseln. Wo ist der Sieger? Also bis jetzt habe ich jeden von denen gewonshottet. Alter, du hast nur noch drei. Willst du dir das wirklich antun? Ich meinte, mit dem Level Pokémon, die du gerade hast, würdest du nicht mal gegen Rocko oder Misty bestehen. Keiner von denen ist auf deinem Level. Die sind alle drüber. Du bist irgendwie bei der Top 4 hängen geblieben. Kann das sein? Gengar. Nee, komm, mach mal. Gengar kriegt eine Eruption. Ich weiß jetzt nicht, was gut gegen Geist war. Geist ist gut gegen Geist. Ich habe zwar Spukball, aber das ist halt kein Step. Oh Gott, Pokémon wechseln. Auf Ariel. Ariel kann noch mal, kann ja die Eisattacke machen. Das müsste, glaube ich, dann ausreichen. Ich sehe schon, du scheinst nicht zum Spaß bis nach Konto gekommen zu sein. Oh, er ist sogar schneller. Golbat ist schneller als wir. Bringt ihm aber auch nichts. Ich glaube, das dürfte ausreichen. Oh yeah. Das ist sehr effektiv. Na gut, wenn es sein muss. 6400. Ich muss wohl noch ein wenig an meinem Trainingsziel arbeiten, aber bei so schwachen Pokémon macht es mich doch wütend zu verlieren. Mir ist zwar klar, dass mich diese Kämpfe nach und nach stärker machen, aber... Ach, aber diese Pokémon sind immer noch viel zu schwächlich. Wie kann ich sie nur stärker machen? Hm? Ja? Ich könnte es vielleicht mal in der Drachenhöhle probieren. Gehabt dich wohl, Maika. Bitte was? So, jetzt sind wir mal... Gehen wir mal wieder hier rein rum. So ungefähr gefällt mir das, glaube ich, besser. Ja. Jetzt kommt Batman nach vorne. Also ich kann hier... Wo komme ich da hin? Das war doch so klar, dass da ein verstecktes Item liegt. Angeblich lässt sich Pipi immer hier bei der Abenddämmerung blicken, um zu spielen. Ja, dann werden wir wahrscheinlich jetzt nichts finden. Du bist erschöpft, ruh dich doch erstmal aus. Oh, sehr schön. Bringt mir leider nichts. Sonst noch Wünsche? Nö. Hier ist... Ja, hier sollen die wahrscheinlich den spielen. Aber weil wir keine Abenddämmerung haben und ich glaube, die kommen auch nur zu bestimmten Zeiten, ist das so bei uns nicht möglich. Ah, okay. Weil ich glaube, hier oben war ja... Bin ich ja rein. Oh, jetzt aber schnell einen Schutz noch. Das war's? War es das jetzt an der Mondhöhle? Hier habe ich irgendwie krasser in Erinnerung.
muss ich gestehen. Die habe ich wesentlich krasser in Erinnerung. Dich könnte ich, glaube ich, besiegen. Los, lass uns kämpfen. Vati. Schmeiß mal eine Matschbombe. Müsste ausreichen. Vati kann zwar mit Elektro gefährlich werden, aber ich bin 12 Level drüber. Matschbombe ist dann noch Step. Ja, reicht aus. Reicht sogar für ein Level Up. Nein, du warst doch zu stark. Ja, ja. Du könntest dein Vati auch mal entwickeln. Nur so, zur Info. Also man kann gefühlt hier so ein bisschen umfahren, ne? Ja, ja, Schutz wirkt nicht mehr. Ich trainiere gerade meine Pokémon. Trittst du gegen mich an? Warum nicht? Ein Tauzi. Level 13. Habe ich was verpasst? Habe ich irgendwas gerade verpasst? Weil Geist normal. Ja, okay, Tauzi ist normal. Darum funktioniert es nicht. Guten Morgen. Taubos. Das versteht jetzt keiner. Warum? Wieso? Weshalb? Er hat ein Taubsi auf Level 13 und kommt dann mit einem Taubos auf Level 44. Krasse Sache, Dude. Krasse Sache. Da wurde ich doch ein bisschen genatzt von dem Spiel. Komm, ich will heute noch nach Azuria City. Müssten aber auch schon fast da sein, glaube ich. Und wir sind ja jetzt durch die Höhle hier draußen. Ja. Nur noch der Trainer und dann sind wir da. Ich, Senior. Ich finde, Visinio ist eigentlich ein cooles Pokémon. Leider total unnütz. Weil es normal ist. Ich finde, Normal-Pokémon... Ich weiß nicht, die sind so... Die sind halt nicht so krass. Ein Galopper. Kannst du weiterkämpfen. Machst du Matschbombe. Drop die Matschbombe für mich. Ach, sieh mal einer an. Hat nicht ausgereicht. Oh, hier ein Schlag trifft jetzt 5-mal. Nee, nur 3-mal. Wer hätte das gedacht? Aber der arme Gegner hier, also der arme Niemand, der hatte überhaupt keine Chance. Der hatte ja gar kein... Gar keine Chance gehabt hier, der arme Kerl. So, ich glaube, dann geht's ja hier wieder runter. Und dann sind wir ja in Azuria City, genau. Dann fliegen wir jetzt mal lieber... Ach Quatsch, falsches Pokémon. Nach Mamoria City und dann laufen wir hier so runter. So, dann machen wir hier so... Gehen wir hier so lang. Dann müssen wir, glaube ich, zu der Insel. Und dann können wir erst zuletzt nach Vertania. Irgendwie so. Aber vorher gucken wir uns noch an, was die Mutti uns geschenkt hat. Und dann gehen wir im nächsten Part auf Reisen. Eil mal kurz. Willkommen. Machen wir wieder fit, ja. Und dann schauen wir mal, was Mutti uns geschenkt hat mal wieder. Was sie von unserem Geld gekauft hat. Das heißt, dann sehen wir gleich den Professor Eich wieder. Mutti. So, die hat jetzt 3-mal oder 2-mal angerufen. Ich weiß es nicht.
Wow. Dani muss sich jetzt auch mal ranhalten. Bis Dani ein Level up macht, kann es noch eine Weile dauern. So, jetzt suchen wir mal den Pokémon-Markt. Da. Na, was hat die Mutti denn schon wieder Schönes für mich gekauft? Einen schönen guten Morgen. Beeren. Nummer 1. Beeren Nummer 2. Beeren Nummer 3. Beeren Nummer 4. Beeren Nummer 5. Wie oft hat die mich denn angerufen? Okay, 5-mal hat sie angerufen. 5-mal Beeren hintereinander, echt. Mutti, wir müssen miteinander reden. Das geht so nicht weiter. So, wir sind jetzt hier auf Route 2. Da ist der erste Käferdude. Okay. Gut, ich sag dann auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.